Servus Leute und willkommen zur 12. Folge der 1860 München Karriere. Wir stecken ja leider mitten im Abstiegskampf und haben in der letzten Folge nach 12 sieglosen Spielen endlich mal wieder gewonnen. Jetzt geht es gegen Werder Bremen und das ist ein richtiges 6-Punkte-Spiel. Im Weserstadion dürfen wir auf keinen Fall verlieren, denn sonst würden wir wieder ganz unten reinrutschen. Der SV Werder braucht die 3 Punkte aber natürlich super dringend und das hat man von Beginn an gemerkt. Marvin Ducksch mit der ersten Chance und kurz darauf landet der Ball dann wieder bei Marvin Ducksch und der trifft zum 1:0 für Bremen. Der Worst Case droht jetzt also hier einzutreten, wir wollten uns aber dagegen wehren. Aber Werder Bremen war hier schon die bessere Mannschaft und war dem zweiten Tor dann auch näher als wir dem Ausgleich. Am Ende verlieren wir das 6-Punkte-Spiel gegen die Bremer, die dadurch bis auf einen Punkt an uns ranrücken. Die nächste Aufgabe in der Liga ist dann eine ganz unangenehme. Wir spielen gegen den Tabellenführer aus Dortmund. Die Schwarz-Gelben haben bislang erst ein Spiel verloren und haben hier auch schwungvoll begonnen. Die ganz dicken Chancen hatte der BVB aber erstmal nicht und wenn, war dann Marco Hiller zur Stelle. Eine halbe Stunde war hier dann gespielt, schöner Ball raus auf Tim Friedrich, der mit der Flanke auf Maxi Philipp und dann Lackenmacher mit dem 1:0. Aus dem Nichts bringt uns Finn Lackenmacher in Führung und die Grünwalder Straße bebt. Gelingt uns jetzt hier etwa tatsächlich die Sensation gegen Borussia Dortmund? Die Gäste taten sich schwer, hier gefährlich zu werden. Kurz vor dem Ende landet der Ball dann aber bei Adeyemi. Hiller kann aber erneut parieren und rettet uns den Vorsprung über die Zeit. Wir besiegen also den Tabellenführer und holen 3 brutal wichtige Punkte. Ein kurzer Blick auf die Tabelle, wir haben wieder 4 Punkte Vorsprung auf die Bremer und können damit jetzt erstmal ganz kurz durchatmen. Allerdings geht es dann hier als nächstes gegen das nächste Spitzenteam, gegen RB Leipzig. Und im ersten Durchgang war Leipzig auch drückend überlegen, die hatten eine Chance nach der anderen. Wir konnten uns beim überragenden Marco Hiller bedanken, dass wir zur Pause nicht schon hinten gelegen sind. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann eigentlich etwas besser, doch gerade in unserer besten Phase haben die Gastgeber dann zugeschlagen. Enes Ünal beschert den Roten Bullen einen insgesamt mehr als verdienten Sieg. Und unser Spielplan meint es wirklich nicht gerade gut mit uns. Nach Dortmund und Leipzig müssen wir jetzt auswärts beim FC Bayern München ran. Mit Mats Hummels in der Startelf sind wir dann in das Stadtderby gestartet und eben dieser Mats Hummels hat dann hier einen Elfmeter verschuldet. Den verwandelt dann Sadio Mané ganz souverän und die Bayern führen also im Derby. Mats Hummels ist eigentlich auch nur noch Reservist bei uns, heute bekam er nochmal die Chance. Dann hat er jetzt eben das erste Gegentor verschuldet und beim zweiten Gegentreffer geht ihm der Ball dann hier durch die Beine durch. Das war einfach kein guter Auftritt vom Routinier, der dann auch zur Pause ausgewechselt wurde. Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann auch nur 7 Minuten, bis es das 3:0 für den FC Bayern gegeben hat. Wieder ist es Sadio Mané mit dem Tor. Wir haben aber nicht aufgesteckt und trotzdem weiter alles gegeben und wurden dann mit dem Ehrentreffer durch Finn Lackenmacher belohnt. Den Schlusspunkt setzten dann aber wieder die Bayern in Person von Sadio Mané, der hier einen Dreierpack schnürt und den FC Bayern zum Derby-Sieger macht. Wie schon erwähnt, ist Mats Hummels bei uns inzwischen nicht mehr gesetzt und er kann einfach selten überzeugen. Er ist einfach zu langsam für die Bundesliga, das ist sein großes Problem. 18 Sprintgeschwindigkeit ist einfach nicht genug. Er kommt häufig zu spät in die Zweikämpfe und man muss auch sagen, dass Oliver Schmidt, unser Nachwuchstalent, das einfach verdammt gut macht. Der gefällt mir deutlich besser und wird ab jetzt also hier als Stammspieler die Saison zu Ende spielen. Beim Blick auf die Tabelle sehen wir, dass wir nur einen Punkt Vorsprung vor Nürnberg und Bremen haben und wir spielen jetzt dann eben auch zu Hause gegen den Club aus Nürnberg. Es gibt das nächste 6-Punkte-Spiel für uns. Es war dann hier auch wirklich ein richtiges Abstiegsduell. Fußballerisch wurde wenig geboten, im ersten Durchgang wurde es nur einmal gefährlich, Hiller pariert aber stark gegen Goller. Nach der Pause wurde unsere Leistung dann etwas besser, Farid Alidou bringt die Flanke auf Ragnar Ache. Ein schöner Versuch, aber kein Problem für Martinha. Mit einem Unentschieden könnten wir eigentlich noch ganz gut leben, Nürnberg brauchte hier die 3 Punkte und eine Viertelstunde vor dem Ende haben sie dann auch hier das Tor gemacht. Wang Uiyo bringt den Club hier in Front. Und wir haben jetzt selbstverständlich alles nach vorne geworfen. Wir brauchten hier den Ausgleichstreffer. Das ist dann hier nochmal Finn Lackenmacher. Aber unfassbar stark gehalten. Wir sind dann schon über die Nachspielzeit hinaus. Die Ecke wird aber nochmal ausgeführt. Nürnberg kann aber erstmal klären. Der Schiedsrichter lässt dann aber nochmal laufen. Der Ball landet dann hier bei Luca Kerber. Und der mit der Superflanke auf Nuama. Aber der macht ihn nicht rein.
Was ein spannendes Finish. Am Ende gehen wir aber mal wieder als Verlierer vom Feld. Nürnberg zieht jetzt also auch in der Tabelle an uns vorbei, während Werder Bremen noch einen Punkt hinter uns liegt. Wir brauchen also dringend wieder Punkte, doch auswärts in Stuttgart gab es dann den nächsten Rückschlag. Der VfB kurz nach der Halbzeit mit dem 1:0 und eine Viertelstunde vor Ablauf der Partie landet der Ball dann hier bei Youssoufa Moukoko und der bleibt eiskalt und erhöht auf 2:0 für den VfB Stuttgart. In der 90. Minute ist dann hier Patrick Nuama zwar noch der Anschlusstreffer gelungen, aber der kam dann eben zu spät und wir taumeln damit weiter Richtung Liga 2. Und weil Werder Bremen gegen Bochum gewonnen hat, sind wir jetzt auch auf den Relegationsplatz abgerutscht. Immerhin haben wir noch 7 Punkte Vorsprung auf Köln. Der direkte Abstieg wird wohl kein Thema mehr werden. Aber wir wollen natürlich auch am Ende hier nicht in die Relegation rein müssen. Und deswegen wollten wir dann hier gegen Union Berlin endlich mal wieder Punkte holen. Zu Beginn haben wir das wie hier mit Oliver Schmidt und Tim Friedrich auch richtig gut verteidigt. Je länger das Spiel dauerte, desto besser wurde aber Union Berlin. Bei uns lief vorne erstmal wenig zusammen. Die beste Chance hatte dann hier Samuel Bamba kurz vor der Pause. Hinten raus haben wir dann nochmal das Risiko erhöht und auf Sieg gespielt. Aber das gab dann eben auch mehr Räume für Union Berlin. Marco Hiller hielt uns aber weiterhin im Spiel. Doch Union machte nochmal richtig Druck und dann landet der Ball hier nach einem schönen Doppelpass wieder bei Cengiz Ünder. Und dann gehen die Eisernen hier also doch noch in Führung und fügen uns die nächste richtig schmerzhafte Niederlage zu. Es sind jetzt hier dann noch 4 Spiele zu gehen. Als nächstes spielen wir gegen den 1. FC Köln. Da müssen dann wirklich 3 Punkte her. Und dann haben wir mit Frankfurt, Leverkusen und Hoffenheim auch nochmal ein relativ schwieriges Restprogramm. Es sieht also wirklich nicht gut für uns aus. Das große Saisonfinale gibt es dann aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, haut rein und ciao ciao.